Achtung. Ich bin gerade bei Pferd in Marienheide angekommen und habe ein mega cooles Projekt im Schlepptau. Ich baue zusammen mit den Azubis einen Thron, und zwar nicht nur irgendeinen Thron, sondern den Thron. Moin! Na? Alles gut? Sehr gut. Ja, soweit so gut. Moin! Na? Servus, Hassan. Hi, Dominik. Hi. Servus. Hi, Timo. Freut mich. So, ihr habt Bock? Auf jeden Fall. Ja. Und dann schauen wir weiter. Genau, gehen also, noch Bleche biegen. Ja, also der Plan ist jetzt im Endeffekt, dass wir heute die grobe, gerade Grundkonstruktion haben. Morgen dann kommen die Seitenteile und das vordere Teil. Und wenn wir die ganzen Einzelteile haben, fügen wir die dann zusammen und haben dann schon so die grobe Thron-Grundkonstruktion. Dann Dominik. Dominik, willst du schon anfangen, hier die... Ja. Die 20 cm Stücke zu machen, ja. Schnappst du einfach so ein, markierst dir das durch und kannst du schon mal klein hacken. Ja. Bleche dran schweißen, zack. Block, block, block. Blop. Wie zufrieden bist du mit deiner Planung? Was für eine Planung? Nein, natürlich bin ich sehr zufrieden mit meiner Planung. Sehr. Im Endeffekt eine Skizze, dann nochmal eine Skizze, ein bisschen Maße drauf geklatscht und jetzt hauen wir das Ding einfach aus der Hüfte, wie immer. Scheint erstmal total kompliziert, aber ist im Endeffekt relativ easy. Klar, als erstes startest du mit einer Skizze. Da macht man sich dann die ganzen Grundgedanken. Als nächstes kommt dann die Basiskonstruktion, die du dann statisch aussteifst. Danach die Formgebung im Endeffekt machst, auch immer noch mit den Muniereisen. Und dann kommen später einfach nur die Pfeilen dran und das Ding ist fertig. Also step by step to the Ziel. Man kann es oder man hat zwei linke Hände. Ne? Ja, es ist. Da bin ich schuld, weil ich nur zwei Leute bewerbe. Also, ich habe mich für die Ausbildung als Industriemechaniker entschieden, weil ich halt sehr viel Abwechslung brauche in meinem Beruf. Und als Industriemechaniker bist du auch gefordert, mal andere Sachen aus deiner Komfortzone herauszukommen und sich weiterzuentwickeln. Und das war halt das, was mir wichtig war in meinem Beruf. Super. Ja, wunderbar, dann würde ich sagen, Feuer frei. Abfahrt, los geht's. Okay, los geht's. Es freut mich total zu sehen, auch aus Ausbildersicht, dass die beiden Azubis wirklich jetzt mit Herzblut dabei sind und auch eigene Ideen mit einbringen können. Und ja, der Hassan das auch wirklich zulässt, denen auch so einen Gestaltungsspielraum lässt und dass sie wirklich dort auch ja, am Ergebnis einen großen Anteil einfach dran haben. Dann haben wir vorne hier wieder einen super Anschluss. Ich liebe es halt auch, mit anderen Leuten zu arbeiten, weil dann kann ich immer so ein bisschen meinen Funken weitergeben. So diesen Sprung aus der Komfortzone einfach direkt zu machen. Also einfach ins Projekt reinspringen, anfangen. Und du weißt ja, was du bauen willst. Du hast ja irgendwas im Kopf. Und du hast Schritt 1, wo definitiv klar ist,
Und der führt ja immer zwangsläufig zu Schritt 2 und der zu Schritt 3 und irgendwann bist du fertig. Gut aussehen. Vielleicht gehen wir so. Was soll passieren? Vier Heften dann? Oder? Ich würde Seite heften. Ja. Also die jetzt zum Beispiel Seite, Seite. Ja. Dann machst du hier Hefter, Hefter, Seite, Seite, Hefter, Hefter, Seite, Seite. Ja. So würde ich gerade bam, 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 bam. Auf jeden Fall sehr cool, dass der Hassan als externe Person mit dabei ist. Weil auch gerade durch seine Erfahrung, da kann einem so viel beibringen. Man hat immer Sachen, die er einem zeigt, wie er das gemacht hat, wie er das gelernt hat. Da jetzt gerade für uns, weil wir noch am Lernen sind, der hilft einem und sagt nicht, ja, so und so ist blöd, sondern sagt einem, wie man das richtig machen kann, unterstützt einen. So ist immer cool, wenn man dann Erfahrung kriegt von außen. So, ja, mega cool, jetzt haben wir die Pfeilen da. Genau das, was wir brauchen. So, da würde ich sagen, ich schmeiße mich mal in meine Klamotten und du kannst schon mal loslegen, oder? Ja. Noch ein paar Helfern. Ja, die Arbeit mit Timo und Dominik ist halt mega angenehm, weil die halt sofort sehen, was irgendwie gemacht werden muss. Und du musst das irgendwie nicht großartig sagen. So, die sehen, okay, da muss was, kann was geschweißt werden, da kann was abgelenkt werden. Und die können halt auch wirklich beide schweißen. Die haben ein super technisches Verständnis. Das sieht man ja allein schon daran, dass wir jetzt gerade hier sitzen, das Interview machen und die Jungs stehen unten und arbeiten weiter. Und wenn irgendwas anbrennen würde, würden sie sich ja sowieso melden. Stressig. Unnormal stressig heute. Ne? Ehrlich. Hassan. Viel zu tun heute. Wir müssen heute noch viel fertig kriegen. Wir sind zusammen in einer Klasse. Wir sind zusammen im selben Ausbildungsberuf. Wir machen eigentlich echt alles zusammen auf der Arbeit, in der Schule. Da ein guter Freund geworden. Man weiß, wie der andere arbeitet. Und das passt einfach sehr gut. Man reicht sich gegenseitig die Hände. Wow. Wow. So eine Schleimspur. Ich habe noch eine kleine Idee. Wie wäre es, wenn wir noch so ein kleines Pferdlogo in die Lehne einbringen können? Das können wir machen. Zum Beispiel das zum Fräsen geben. Ich werde das auf die Schnelle hin. Wir bereiten was vor. Ja. Und ich würde mir da was überlegen wegen der Zeichnung. Aha. Und dann würde ich sagen, können wir dann nochmal wegen der Positionierung einmal dann. Ich war halt auch mega geflasht, als ich in die Ausbildungswerkstatt gekommen bin, weil das, was hier am Start ist, an Maschinen, 3D-Drucker, CNC-Fräsen, das gab es halt in meiner Ausbildung nicht. So, ne? Du musstest im Endeffekt bei mir klarkommen mit dem, was du hattest. Und hier ist halt so absolutes Schlaraffenland. Also das ist schon beneidenswert auf jeden Fall. Wenn ich sehe, halt, was da für eine Kreativität in die Ausbildung mit reingebracht wird und wie stumpf meine Ausbildung damals war, also da liegen Universen dazwischen sogar, also nicht Welten, Universen halt tatsächlich. Ja. Und dann so ein cooles Projekt zu haben, wo man dann am Ende dabei ist und sagen kann, das haben wir gemacht, da haben wir Vertrauen bekommen, dass wir es machen dürfen und das ist immer eine schöne Sache. We'll be right back.